Mahlzeit, Kollegen. So, ich würde gerne euch auch zeigen, wie schlecht ich spiele. Leider habe ich das gestern probiert und getestet. Ich habe dann immer Mikrolags und das bringt nicht wirklich was. Deswegen habe ich mir überlegt, konzentriere ich mich einfach aufs Kisten aufmachen, in regelmäßigen Abständen. Und wir werden heute 30 Mal die Kiste Champions 3 öffnen. Und gucken, was so Schönes rauskommt. Wir werden hier auch gar nicht lange fackeln. Und werden direkt beginnen. Schauen wir mal. Ja, was gibt es sonst so Schönes? Wetter ist hier bei uns nicht so toll. Bewölkt. Schlangenhaut, super. Start ist nicht schlecht, geht natürlich immer besser. Haben wir überhaupt alles Schönes in der Kiste? Ja, Mystery. Felgen sind auch okay. Ja, die Boost. Naja, schauen wir mal. Wir machen mal einfach weiter. Jetzt mal was Schönes. Ich wollte auch dazu sagen, ich muss eigentlich, bin eigentlich gezwungen aufzunehmen, weil ich schon echt viel Glück hatte. Und mir die anderen YouTuber, mit denen ich relativ häufig zusammenspiele, scheinbar langsam nicht mehr glauben, dass ich wirklich doch hin und wieder mal so viel Glück hatte. Und deswegen werde ich jetzt alle Kisten, die ich öffne, wenn sich zumindest, wenn es sich lohnt, werde ich euch zeigen. Ja. Könnt ihr alle dann teilhaben. Und wenn wieder mal was Glückliches dabei ist, schön. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal was zu gewinnen. Ja, wenn ich mal Sachen doppelt, dreifach, fünffach, zehnfach habe, schön wär's. Ah, schön Shisha-Aufkleber von Octane, will ich schon eh mehr haben. Und gucken wir mal, was passiert. Ihr seht, ruckelt das hier auch etwas, deswegen spielen und aufnehmen wird in Zukunft erstmal nichts werden. Es läuft ja ganz gut, ne? Aber wie gesagt, ihr werdet mich eventuell regelmäßig bei den anderen auf den Kanälen und beim Spielen sehen. Wenn ich es dann irgendwann mal geschafft habe, mir einen ordentlichen Rechner zu kaufen, dann kann ich das auch mal selber probieren. Schade, genau zwischendrin. Ich hätte Felgen genommen, ich hätte auch das Dark Matter genommen. Obwohl die Lackierung oder der Aufkleber ja nicht schlecht ist, muss ich sagen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber es geht immer noch besser, ne? Ja, da pfeift das vorbei. Hypernova, ja. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Ist okay. Ach ja, ihr könnt das ja auch so machen, dass ich wäre guckt, ja, was soll ich sagen? Labyrinth. Ja. Gefällt mir persönlich nicht wirklich. Aber es ist ein Schwarzmarktaufkleber. Schön. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich werde so immer zwischen 25 und 30 Kisten öffnen. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, was für Kisten ich das nächste Mal aufmachen soll. Ja, ganz cool.
Was euch interessiert, gibt es irgendwas, was ihr von mir nicht persönlich, aber vielleicht aus dem Spiel, was ich halt so habe, was ich, womit ich gerne spiele, wissen wollt. Ich spiele aktuell sehr gerne mit dem neuen Auto, mit dem. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Finde ich echt gut. Und hat irgendwas. Langhaut. Und weiter. Fackeln wir nicht lange. Machen wir hier noch mal weg. Wollen das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja. Die Felgen finde ich ganz gut. Na, wunderbar. Hat sich eigentlich schon gelohnt. Das Black Market, jetzt schöne Felgen. Was soll es noch geben? Was soll noch mehr kommen? Ja? Aufkleber, oh ja, also da gibt es einfach zu wenig davon. So, nur der Hälfte. Wo ist es? 16. 15. Kiste. Und die andere Hälfte, die wir jetzt aufmachen, nochmal so gut wird. Schade. Aber ein schönen Aufkleber. Ich grüße da auch gleich mal in Roy, Niroy. Ich weiß, dass er jetzt schon wieder, wenn er das sieht, den Kopf schütteln wird, weil das Black Market gekommen ist. Diskothek jetzt auch genommen. Gepaintet wäre noch mal gut. Aber ist noch ein bisschen was zum Hochtauschen, vielleicht kommt da auch noch was Gescheites raus. Ja, Aufkleber über Aufkleber. So. Und noch einmal. So. Kiste Nummer 20. Dann haben wir noch 10. Felgen. Nächstes gepaintet, wäre was. Natürlich nicht. Shisha. Seid ihr eigentlich alle schon in Weihnachtsstimmung? Ja, die Leute hier im Land drehen ja wieder durch, wenn man hier einkaufen geht. Alle denken, die müssen verhungern und müssen die Läden leer kaufen ohne Ende. Interessiert uns alles nicht, wir sitzen hier und machen schön Kisten auf. Okay. Aufkleber. Jawohl. Ja, Dark Matter, finde ich gut. Gefällt mir. Da ich so ein bisschen auf Lila stehe, jetzt nicht unbedingt, aber Lila mag, finde ich, die Farbe ist echt gut. Dann passt das ganz gut zu meinem Auto. Und nochmal Shisha. Mensch, ich kann ja langsam handeln mit den Dingern.
Weil wenn jemand einen Shisha-Aufkleber haben möchte, in 6 Tagen, kann man Bescheid geben. Schenke ich ihn. Troika. Gefallen mir persönlich nicht. Aber naja. Weiß ich nicht. Sehen komisch aus. Ein Oni für den Masume. Und weg, Rotz. Ja, das sind doch die Diskothek Raider. Die wenigsten gepaintet. Naja. Will mich echt nicht beschweren. Bin echt gut. Guter Durchgang. Ich hab lange kein Black Market, muss ich sagen. So. Egal, auf der war. Noch 2 Kisten. Dann haben wir den Spaß hier auch schon wieder überstanden. Nochmal Aufkleber. Und die letzte Kiste. Oh, nochmal die Troika. Wenigstens zertifiziert. So, dann schauen wir nochmal. Nochmal was hochtauschen. Irgendwas passt wieder nicht. Naja, so wurscht. So, gucken wir mal. Wir haben hier Dark Matter, die Diskothek. Das sind jetzt Hypernova. Ah ja. Labyrinth. Sogar zertifiziert. Ah, mal gucken, wie ich mal anlegen. Ja, wie findet ihr das? Also ich, es ist gewöhnungsbedürftig, finde ich. Nicht zwingend mein Fall. Aber ihr könnt ja gerne reinschreiben, wie ihr es findet. Vielleicht kommt es irgendwann mal unter den Hammer, unsere Verlosung. Ich danke euch bisher, dass ihr ja bis hierhin zugeschaut habt und durchgehalten habt. Das erste Mal, dass ich halt groß was erzählt habe und mein Gelaber übertragen habe. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.